Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alle gegen Pascal Küpper. In diesem Jahr sind die Mannschaften dran, denn wir suchen die Mannschaft des Jahres. Wie Sie da mitmachen können, ist ganz einfach. Sie bewerben sich auf der Homepage des Brauhauses Faust und werden da natürlich dann ins Finale reingewählt, so wie unser heutiger Verein, und zwar der Rugby Club Heusenstamm. Die haben sich nämlich beworben und die sind heute dran, gegen unseren Reporter anzutreten. Es wird 4 Disziplinen geben, wie immer. 2 Disziplinen in der jeweiligen Sportart des Vereins und 2 Disziplinen in völlig anderen Sportarten. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 500 € für eine Sportausrüstung, eine Brauereiführung und 5 Kästen Weizenfaust alkoholfrei. Und falls ihr verlieren solltet, gibt es immerhin noch die Brauereiführung und die 5 Kästen Bier. Freut ihr euch da drauf? Natürlich. Dachte ich mir schon. So, ihr seid in der ersten Bundesliga, spielt dort Rugby. Du bist der? Ich bin der Tobi und ich spiele seit 17 Jahren und wiege 85 Kilo. Oh, ist ein Wort. Pascal, und du bist? Ich bin der Benni, spiele seit 9 Jahren Rugby und wiege ein bisschen über 100 Kilo und spiele erste Reihe. Ich bin der Leon, ich spiele seit ungefähr 15 Jahren Rugby, wiege 83 Kilo und spiele Verbinde. Ich bin der Tim, ich spiele Schluss, spiele ungefähr seit 11 Jahren Rugby und ja. Klasse. Pascal, komm mal zu uns. Hast du ein bisschen Angst heute? Nicht nur ein bisschen, das sind, glaube ich, Maschinen. Würde ich doch auch mal so sagen. Also ich freue mich auf die Sendung heute, ich hoffe Sie auch, liebe Zuschauer. Hier sind die 4 Spiele drin. Wer beginnt? Du, also du ziehst gleich den hier. Was da drin steht, sehen wir jetzt. Das Spiel 1. Dribbeln bedeutet wie im Fußball so ein bisschen mit dem Fuß kicken. Ihr habt aber heute kein Fußball, sondern ein Rugby-Ei. Wird ein bisschen schwierig. Ihr müsst also, hier vorne haben wir 2 Pylonen. Von diesem Startpunkt, wir haben hier eine Linie, den Ball nach vorne dribbeln, um die Pylone rum und wieder zurück. Wer als erstes mit dem Ball und beiden Füßen über diese weiße Ziellinie gekommen ist, hat das Spiel 1 gewonnen. Hat das jeder verstanden von euch? Ich habe es zwar verstanden, aber ihr habt es doch nicht mehr alle, oder? Natürlich. Hast du es verstanden? Ja. Kriegst du hin, ne? Ja. Wunderbar. Los geht's. So, das erste Spiel ist entschieden, geht an unseren Reporter Pascal Küpper, haben wir ja schon gesehen. Pascal, erstmal herzlichen Glückwunsch, war aber ganz schön knapp. Dankeschön, ja, es war richtig knapp, vor allem beim letzten Schuss. Ich habe einfach mal irgendwie den noch so gerade getroffen und habe gesehen, er war zwar vor mir, hat den aber schön versenzt und dann zumindest schon mal der erste Punkt, das ist ein guter Start. Es geht aber jetzt in Runde 2 und ich muss sagen, du hast ein bisschen Konkurrenz bekommen. Da hinten, da geht es ordentlich ab. Ihr habt eure Fans, das sind nicht deine Fans übrigens, Pascal, das sind Alter. Die Fans der Mannschaft. Finde ich sehr, sehr gut. Wer ist der Nächste von euch? Du. Hier ist das nächste Spiel drin. Sicher, dass du den willst? Ja, ja. Hundertprozentig. Ich darf ja nicht reingucken und dann... Nee, willst du lieber den hier? Soll ich ihn vertrauen? Das ist wie beim Zonk hier gerade. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Soll ich ihn vertrauen? Der weiß selber nicht, was drin ist. Den? Ich behalte den. Du behältst den? Alles klar, das ist Spiel Nummer 2. Los geht's. Und das Spiel Nummer 2 ist? Denksport. Eine meiner Lieblingssportarten. Ihr bekommt von mir jetzt hier 2 Karten, auf der steht einmal falsch und einmal wahr. Ich werde allgemeine Wissensfragen an euch stellen und ihr müsst entscheiden, stimmt es oder ist es falsch? Und ihr dreht dann einfach eure Entscheidung nach vorne und wir werden dann sehen, ob ihr richtig liegt oder nicht. Der Amazonas ist der längste Fluss der Welt. Richtig oder falsch? Der Amazonas ist der längste Fluss der Welt. Entscheidung bitte jetzt. Ja, somit steht es 1:0 für die Rugby-Spieler. Der Amazonas. Der Amazonas ist 6.448 Kilometer lang und der Nil wäre die richtige Antwort gewesen, ist 6.852 Kilometer lang. Wenn man Rot und Blau mischt, ergibt das
Rosa. Richtig oder falsch? Entscheidung bitte jetzt. Es ist falsch. Es gibt lila. Somit wieder ein Punkt an den Rugby Club. Cristiano Ronaldo trägt bei Real Madrid die Trikotnummer 7. Richtig oder falsch? Ist richtig, wunderbar, aber trotzdem hat der Rugby Club gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. War aber einfach, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ist klar, liebe Zuschauer, ist klar. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sehen uns danach gleich wieder. Und dann fällt vielleicht sogar schon die Entscheidung, wer gewinnt das Duell. Alle gegen Pascal Küpper, gleich sind wir zurück. Mein TV, immer und überall. Im Fernsehen, online, unterwegs. Liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Alle gegen Pascal Küpper. Heute in Heusenstamm und zwar beim Rugby Club. Erste Bundesliga. Momentan steht es 1:1. Pascal Küpper hat einen Punkt und auch der Rugby Club Heusenstamm. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit Spiel Nummer 3. Wer ist der nächste Kandidat? Du hast jetzt noch 2 Spiele zur Auswahl. Sicher. 100 pro. Was meinst du, was drin ist? Du sagst schon tanzen? Ich hoffe mal, dass bei ihm tanzen drin ist, ja. Er hofft. Ich hoffe mal tanzen. Ja. Schauen wir doch gerade mal rein, was es ist. Hier ist Spiel Nummer 3. Hundert-Meter-Lauf. So. Wir sind bei Spiel Nummer 4 angekommen. Ein Brief habe ich noch und einen Sportler haben wir auch noch übrig. Das bist du. Verrat uns, was in meinem Liebesbrief drin steht. Stangenschießen. Stangenschießen. Das ist natürlich sehr hart für unseren Reporter Pascal Küpper. Pascal. Da fehlen mir mehr oder weniger die Worte. Ich meine, vielleicht noch mal, um ganz kurz auf den 100-Meter-Lauf einzugehen. Wer es kann, der kann es halt, ne? Richtig, er kann's, er kann's. Los geht's mit Spiel Nummer 4, Stangenschießen. Ich mach das mal vor, wie die das machen müssen. Die lassen den Ball fliegen aus der Luft, er darf nicht auf den Boden ankommen. Nehmt euch bitte in Acht, deckt euch, es wird gefährlich, wenn ich schieße. So, ja. Wäre es falsch gewesen, dann wären wir raus. So, beide haben es geschafft. Sie müssen weiter nach hinten. Einmal auf diesen Platz. Das sind ungefähr 5 Meter, die wir jetzt nach hinten gerückt sind. Weiter geht's. Das war aber gerade ein ganz schöner Dusel. Beide haben es wieder geschafft. Das bedeutet, wir rutschen wieder 5 Meter nach hinten und los geht's. So, jetzt muss Pascal verhauen. Dann wäre immer noch das Spiel offen. Wenn du jetzt gewinnst, ist der Ausgleich da. So, das Spiel ist immer noch offen. Da beide verhauen haben, rutschen wir wieder nach vorne. Somit ist alles entschieden. Der Rugby Club Heusenstamm hat gewonnen. Ich glaube, sie können es selber noch gar nicht fassen. Die freuen sich gerade, aber die wissen, glaube ich, noch gar nicht, dass sie wirklich gegen Pascal Küpper gewonnen haben.
Liebe Zuschauer, wir sind bei der großen Siegerehrung. Pascal, du willst gerade noch ganz kurz was sagen. Ja, ich will natürlich recht herzlich dem Rugby Club Heusenstamm gratulieren zu diesem überzeugenden Erfolg. Das Denkspiel war entscheidend. Man glaubt es kaum. Da habe ich leider total meine Chancen aus der Hand gegeben. Nicht mitgedacht, kann man auch sagen. Nicht mitgedacht, kann man sagen. Und danach haben sie es natürlich souverän über die Zeit gebracht. Also Gratulation. Wunderbar. Wir haben jetzt jemanden vom Brauhaus Faust hier, und zwar den Herrn Raduszewski. Ja, schönen guten Tag. Erstmal herzlichen Glückwunsch an das Team vom Rugby Club Heusenstamm. Also das war wirklich eine tolle Leistung. Nach, sagen wir mal, so einem etwas Fehlstart, möchte ich mal sagen. Ihr habt ja danach richtig durchgezogen, 100 Meter Lauf, deutlichen Vorsprung gehabt. Wirklich eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch auch vom Brauhaus Faust. Wunderbar. Und ihr bekommt jetzt natürlich einen Applaus natürlich noch von euren Vereinsmitgliedern. Und ihr bekommt jetzt eure Preise. Was ist alles mit dabei? Ja, zum einen haben wir hier 5 Kasten Bier, alkoholfreies Weizen für den Sportler, und da seid ihr ja die richtigen Leute entsprechend vorbereitet. Aber ihr kriegt darüber hinaus auch für 36 Leute eine Brauereibesichtigung bei uns im Haus. Wir wünschen, laden euch ein, mal das Brauhaus Faust von innen kennenzulernen, die Sudkessels kennenzulernen und alles, was rund um das Bier damit zu tun hat. Und darüber hinaus gibt es noch einen Gutschein für Trikots im Werte von 500 Euro. Ist das was? Natürlich. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr könnt es im Verein gebrauchen und habt viel Spaß daran. Das war's schon wieder von Alle gegen Pascal Küpper. Und wenn Sie sagen, unser Verein kann das auch, dann bewerben Sie sich ganz einfach auf der Homepage vom Brauhaus Faust, www.faust.de. Wunderbar. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruf noch. Stimmt. 1, 2, 3, Tiger!